jetzt auf OE24TV. Islam im Wahlkampf. Wie gefährlich ist der politische Islam? Was kann die Politik dagegen tun? Und wie können Muslime besser integriert werden? Über das und mehr sprechen jetzt im Studio Berivan Aslan, Efghani Dönmez, Niki Scherak, Tarafa Bagajati und Hans-Jörg Jennewein. Durch die Sendung führt OE24-Chefredakteur Niki Fellner. Ja, schönen guten Abend auf OE24TV, auch heute wieder mit einem spannenden Thema rund um diesen Wahlkampf, und zwar der Islam im Wahlkampf und vor allem der politische Islam im Wahlkampf, der ja zu einem, muss man sagen, der großen Themen in diesem Wahlkampf geworden ist. Dazu sind zu Gast hier bei uns, ich beginne rechts außen, Hans-Jörg Jennewein von der FPÖ, Bundesrat und kandidiert auf der Wiener Landesliste. Dann von der Liste Kurz, Efghani Dönmez. Schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Der NEOS-Nationalratsabgeordnete Niki Scherak. Guten Abend. Von den Grünen Berivan Aslan. Schönen guten Abend. Schön. Und dann haben wir noch den Obmann der Initiative muslimischer Österreicher, Tarafa Bagajati. Schönen guten Abend. Mit all diesen Gästen werden wir heute Abend über das Thema politischer Islam in Österreich, wie gefährlich ist er wirklich, was kann die Politik dagegen tun, ist das alles nur Wahlkampfgetöse und wie ist die Situation der Muslime in Österreich und wie verschlechtert dieser Wahlkampf vielleicht auch hier die Stimmungslage gegenüber den Muslimen. Ich würde gleich einmal mit Ihnen beginnen, Herr Dönmez, weil Sie sich dieses Thema ja auch ein bisschen auf die Fahnen geheftet haben, beziehungsweise ja auch der Experte innerhalb der Liste Kurz sind, was Extremismus, politischen Islam betrifft. Jetzt meine Frage, ist der Islam in diesem Wahlkampf Ihrer Meinung nach zum bestimmenden Thema geworden? In diesem Wahlkampf sind viele Themen zum bestimmenden Thema geworden, insbesondere Migration, Integration, Asyl, aber auch das Verhältnis zwischen Staat und Religion und hier im Kontext natürlich mit den muslimischen Mitbürgern, die wir in Europa und in Österreich haben. Und ich muss ja ein bisschen schmunzeln. Mittlerweile sind, wie man ja sieht, an der Runde alle Parteien auf dieses Thema aufgesprungen. Und das, was wichtig ist, ist, dass man hier die Spreu vom Weizen trennt. Das eine ist die Religion, der Islam, und das andere ist die politische Instrumentalisierung mit den Netzwerken und mit den Agendern und mit den Akteuren. Und die haben sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte in Europa und insbesondere in Österreich, in Wien breit gemacht. Und da muss man schon eine differenzierte Diskussion führen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, wenn man unterschiedliche Themenbereiche sich anschaut, wie zum Beispiel das Verhältnis von Staat und Religion oder auch Bildungsbereich oder auch den interreligiösen Bereich oder auch über Wirtschaftskooperationen und Firmen, die hier sozusagen die religiösen Gefühle der Menschen missbrauchen, um Politik zu betreiben. Und wohin dieser Weg führt, sehen wir am besten am Beispiel der Türkei. Und da muss man ganz klar sagen, das möchten wir nicht. Und diese Vermischung von Politik und Religion ist strikt abzulehnen, ist gefährdet auch unsere öffentliche Sicherheit und Ordnung. Die jüngst publizierte Studie vom Extremismusforscher Lorenzo Vidino im Auftrag der George Washington Universität, wo auch das BVD mitgearbeitet hat, der Österreichische Integrationsfonds, haben hier das, was sich seit Jahren thematisiert, jetzt auch fundiert in einer Studie publiziert. Die Moslembruderschaft ist in Österreich, in Europa aktiv, hat Netzwerke aufgebaut und versucht natürlich Einfluss auf die Gesellschaft und auf die Muslime zu nehmen, Hand in Hand nicht nur mit der arabischen Moslembruderschaft, sie kommen eh gleich dran, sondern auch gemeinsam mit dem türkischen Einfluss aus Ankara. Im Detail zu sprechen, ich würde noch gern kurz beim Thema bleiben, Islam in diesem Wahlkampf als bestimmendes Thema. Herr Scherak, warum ist der Islam so ein Thema in diesem Wahlkampf? Ich glaube, dass einfach im Zusammenhang mit Versäumnissen bei der Integration in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach, dass das deswegen auch hier zum Thema geworden ist. Jetzt glaube ich auch, wie der Efghani Dönmez gesagt hat, dass man das trennen muss und ja nicht über die Religion in erster Linie reden sollte, sondern halt über die Fragen, wo der politische Islam versucht, in irgendeiner Art und Weise Einfluss zu nehmen. Und die Frage, die sich aus meiner Sicht in der Hinsicht am ehesten stellt, ist die Frage, wie kann es passieren, dass es zu solchen Tendenzen in Österreich kommt? Und da bin ich viel weniger bei der Frage, dass der Islam ein Thema ist, sondern dass die Integration von Menschen, die nach Österreich gekommen sind, ganz unabhängig, wo sie herkommen, offensichtlich nicht funktioniert hat in den letzten Jahren. Und da bin ich natürlich deswegen ein bisschen skeptisch, dass wir das jetzt im Wahlkampf diskutieren, weil ich glaube, dass das kein Thema ist, das man sehr seriös in einem Wahlkampf diskutieren kann. Ich glaube, hier wird sehr viel
auch Populismus an den Tag gelegt. Hier gibt es sehr viel Wahlkampfgetöse, das da ist. Das sehen wir auch beim Sicherheitspaket, das ja lange diskutiert wurde und wo eigentlich in Wirklichkeit an den wirklichen Fragen vorbeidiskutiert wurde. Und deswegen bin ich zwar grundsätzlich froh, dass wir über die Fragen der Integration in Österreich reden und intensiv diskutieren und schauen, wie wir das besser hinkriegen können, dass Menschen, die nach Österreich gekommen sind, hier integriert werden. Ich halte halt wenig davon, dass man es in einen Wahlkampf hineinzieht, weil ich einfach wie so oft sehe, dass das halt, da wird mit Ängsten gespielt, da wird versucht, mit populistischen Ansagen und vermeintlich einfachen Lösungen das Thema anzusprechen. Ich bin gleich fertig. Und deswegen glaube ich, dass wir sinnvoll und langfristig diskutieren sollten und dass es jetzt im Wahlkampf sicher nicht der ideale Zeitpunkt ist. Jetzt sagen Sie, man soll es nicht in den Wahlkampf hineinziehen. Die FPÖ plakatiert gegen Islamisierung. Ist eins der drei Plakatsujets, die gerade hängen, mit dem Parteiobmann HC Strache. Davor gab es ja auch schon in der Vergangenheit, nicht in diesem Wahlkampf, aber in vergangenen Plakate wie mit Slogans wie Darmstadt Islam. Kann man mit diesem Thema Ihrer Meinung nach noch Wahlen gewinnen? Weil es sind ja anscheinend eh alle Parteien für den Kampf gegen den politischen Islam. Was unterscheidet Sie denn noch als FPÖ von den anderen? Ich glaube, es geht da nicht darum, ob man mit einem Thema eine Wahl entscheiden kann oder nicht oder gewinnen kann oder nicht. Es freut mich ja sehr, wenn Sie das jetzt da so diagnostizieren, dass jetzt alle Parteien quasi dieser selben Meinung sind wie die FPÖ. Offenbar hat es die FPÖ gebraucht, die seinerzeit mit der Ham statt Islam genau dieses Thema erstmals zum Thema gemacht hat. Weil ich darf daran erinnern, wir haben im Jahr 2005 und da hat die ÖVP noch gemauert und da hat der Herr Sebastian Kurz noch in Wien, ich glaube, Wahlwerbung mit dem Hammer gemacht und ist mit dem geilen Mobil durch Wien gefahren. Schon im Jahr 2005 hat der damalige Imam Adnan, Abu Mohammed gesagt in einem Interview mit der Tageszeitung Die Presse, auf die Frage, glauben Sie an Demokratie? Da sagt er darauf, nein, ich glaube nicht an die Demokratie, weil mich die Offenbarung des Islam lehrt, Gott ist der Einzige, der Gesetze macht. Wir haben das damals zur Anzeige gebracht. Damals haben wir quer durch alle Parteien eher ein mitleidiges Lächeln geerntet, wo man gesagt hat, naja, jetzt sehen die Freiheitlichen, sehen jetzt da schon die Islamisierung am Horizont heraufkommen. Und heute hat uns leider die Geschichte recht gegeben. Heute haben wir diese Probleme und wir haben diese Probleme nicht bekämpft, sondern die Probleme waren die ganze Zeit latent da und sind bis zum heutigen Tag da. Und bis zum heutigen Tag, und die Studie, und der Evgeny Dönitz hat sie auch angesprochen, diese Studie zeigt ja auch, dass es Einflussnahmen der Muslimbruderschaft gibt, auch in die Ausbildung der Imame. Und genau das ist das Problem. Genau dort ist das Problem jahrelang bekannt, jahrelang hat jeder negiert, jahrelang hat keiner wirklich dieses Problem für sich hergenommen und bekämpft. Und der Evgeny Dönmitz schon damals, allerdings nur unter einer anderen politischen Farbe, ist ja auch nicht gehört worden von seiner eigenen Partei. Aber jetzt auf einmal haben es offenbar alle erkannt. Und ich sage Ihnen, ich höre diese Botschaft wohl im Wahlkampf wohl, allein mir fehlt der Glaube, dass es wirklich nach dem Wahlkampf da Veränderungen geben wird. Da machen wir nämlich so weiter wie bisher. Es war in der Vergangenheit nicht anders und ich fürchte, es wird auch in Zukunft nicht anders sein. Jetzt wurde es gerade schon kurz angesprochen, der Evgeny Dönmitz war ja auch bei den Grünen. Die Grünen oder den Grünen wird ja vorgeworfen, dass sie jahrelang dieses Thema nicht aufgegriffen haben, beziehungsweise weggeschaut haben. Das ist auch etwas, was der Peter Pilz thematisiert hat, wo er auch gesagt hat, das war einer der Gründe, warum er sich abspalten musste. Es war auch in Interviews mit Ihnen immer wieder was, was Sie thematisiert haben, dass das bei den Grünen teilweise nicht ernst genommen wurde. Ausgenommen Frau Aslan. Gut, ausgenommen die Frau Aslan. Gibt es jetzt einen Meinungsschwenk bei den Grünen oder wurde es nur früher falsch kommuniziert? Also, waren Sie immer gegen den politischen Islam? Ich kann jetzt für meine anderen Kollegen reden, Albert Steinhauser, Harald Weißer und Karl Oehlinger. Es hat sehr viele Abgeordnete gegeben, die dieses Thema angesprochen haben. Sie haben das nur nicht populistisch angesprochen, das war sozusagen der Unterschied. Sie sind das Thema natürlich sehr sachlich angegangen. Und ich war von Anfang an, war ich immer schon bei diesem Thema, ich war immer schon mit gefährlichen Gruppen und Anführungszeichen immer schon beschäftigt gewesen. Aber in der Medienlandschaft ist es leider so, dass es, oder bei den Leuten ist es meistens so, dass eben einer jungen Frau es wenig zugemutet wird, dass sie sich sozusagen mit gefährlichen Gruppen aller IS auseinanderlegt. Das war auch der Grund, warum ich auch die einzige österreichische Abgeordnete bin, die von IS überhaupt eine Morddrohung bekommen hat. Und von der AKP-Lobbyorganisation bis jetzt immer noch mit Dreckskampagnen zugeschüttet wird und auch immer wieder bedroht wird. Also ich lehne das strikt ab.
Ich sehe das nur anders. Ich versuche nur, nicht eine Identitätspolitik daraus zu machen. Also ich versuche nicht, eine Wahlkampfgedöse daraus zu machen. Ich bin für ein Österreich, das für alle Menschen ein friedliches und sicheres Zuhause sein sollte. Und aus dem Grund ist es wichtig, nicht die Situation aufgrund der Herkunft, das Herkunft sozusagen zu analysieren, sondern wir müssen eben schauen, wo liegt unsere Zukunft, wo sind unsere gemeinsamen Probleme, die wir zusammen bewältigen können. Und dafür ist es aber auch wichtig zu betonen, dass genau die FPÖ und auch viele andere Parteien, die der Meinung waren, der Krieg spielt sich irgendwo unten ab, ja, und der IS wird sozusagen Europa nie angreifen. Sie haben sich aus der Verantwortung gezogen. Und ich muss Ihnen leider sagen, ja, also Sie waren diejenigen, die wirklich bei den Kriegen und Krisen weggeschaut haben. Und heute sind Sie jene, die sozusagen bei der Flüchtlingsthematik einfach sich aus der Verantwortung entziehen. Wir haben es bis heute immer noch nicht geschafft, dass wir sozusagen friedenspolitisch im Mittleren Osten agieren. Wir liefern immer noch Waffen. Wir schauen einfach weg. Wir denken, durch eine Abschreckungspolitik und eine Abschottungspolitik können wir die Probleme sozusagen wegwischen. Also so kann man einfach Probleme nicht lösen, so kann man nicht sachlich orientieren, so schürt man einfach Ängste in der Gesellschaft. Und unser Programm ist im Gegensatz zu Ihnen, dass wir sozusagen nicht Hass schüren, sondern dass wir einfach den Menschen die Ängste wegnehmen. Mhm, ich möchte nur ganz kurz an Jenewein zu Wort kommen und dann kommen wir. Also wirklich skurril, dass jetzt die FPÖ schon für den Krieg in Syrien verantwortlich machen wollen. Nein, Sie haben und besonders skurril empfinde ich Ihre Aussage, wenn Sie sagen, wir liefern Waffen. Das wäre wirklich, ich glaube, wir wären alle sehr dankbar, wenn Sie jetzt hier sagen könnten, welche österreichische Firma Waffen das Syrien will. Sie haben sich mit Saddam, Verbindungen. Bleiben Sie bitte bei der Sache. Sie haben gerade gesagt, wir liefern Waffen in die Kriegsgebiete. Jetzt würde ich gerne wissen, welche österreichische Firma Waffen in Kriegsgebiete liefert. Vielleicht können Sie das dem Fernsehpublikum sagen, das wäre höchst interessant. Wäre dann nämlich auch eine Frage, die wir parlamentarisch klären sollten. Ja, das ist schon geklärt. Ja, dann sagen Sie das bitte. Wenn Sie sozusagen sich genug informiert hätten. Also Sie wollen es nicht sagen. Dann, nein, ich erzähle Ihnen das gerade. Wenn Sie sich genug informiert hätten, hat Peter Pilz seinerzeit auch genug Belege dafür geliefert. Ja, welche österreichische Firma ist das? Firmen, ja, sagen Sie es doch. Der Marke Steyr auch Waffen auch in die Türkei geliefert. Sie wissen ganz genau, dass diese Waffen nicht in Österreich gefertigt wurden und nicht aus Österreich geliefert wurden, sondern dass das Waffen waren, die im Ausland gefertigt wurden. Hören Sie bitte auf, österreichische Firmen hier schlecht zu machen. Okay, jetzt kommen Hören wir Sie zum, auf die österreichische Wirtschaft hier schlecht jetzt zu machen. Jetzt kommen wir zum Herrn Bagaschatti, der möchte auch noch was sagen in dieser ersten Runde. Also, jetzt sind alle Parteien, haben sie zumindest auf die Fahnen geheftet, sie kämpfen gegen den politischen Islam. Wie gefährlich ist denn der politische Islam in Österreich Ihrer Meinung nach? Ist das überhaupt eine Bedrohung? Hier ist wichtig zu definieren, worum handelt es sich, wenn wir den Begriff politischer Islam überhaupt aussprechen und das sagen. Leider Gottes handelt es sich hier um Stimmungen, die jede politische Aktivität oder jede politische Partizipation von Musliminnen und Muslimen in Österreich als politischer Islam deklariert wird. Auch hier, wir reden über Hunderttausende österreichische Bürgerinnen und Bürger. Und Sie, Herr Dönmez, reden Sie von Mitbürgern. Ich rede von gleichberechtigten Bürgern und nicht Mitbürger, sondern Bürger. Und Sie bei den Freiheitlichen Partei, Sie haben nie den politischen Islam wirklich thematisiert. Sie haben immer gegen den Islam gehetzt. Sie haben immer gesagt, Islam statt daheim. Die Aussage ist es, dass Sie den Islam und Muslime hier in Österreich nicht akzeptieren. Und Sie, Herr Dönmez, haben Sie auch gehetzt gegen muslimische Frauen, die mit Ganzkörperbekleidung in einem Schwimmbad gehen wollen, auch ihr Recht zum Schwimmen auch nehmen, mit Schwimmbekleidung, die laut Hygiene und Sport auch erlaubt ist international. Daher müssen wir genau differenzieren. Ich bin für politische Partizipation, für Teilhabe in der Gesellschaft, für Mitteilhabe bei politischem Diskurs und auch bei der Gestaltung der Gesellschaft. Wenn der Islam als Religion missbraucht wird für politische Zwecke, egal von wem, egal von welchem Verband, egal von welchem Aber Imam, Herr Bakker, das heißt dann sind wir, ich bin noch nicht fertig, alle anderen haben länger gesprochen, egal von welchem Imam missbraucht werden, dann sind wir als Vertretung der Muslimen und Muslime immer da, als Partner Österreichs,
als Partner der österreichischen Verfassung und wir können es nachweisen. Die Herren hier bringen Aussagen von irgendwelchem Nobody, irgendwelchen Imam, selbsternannten 2005. Und ja, wir haben 2003, 2005, 2006, 2010 europäische Imami-Konferenzen und österreichische Imami-Konferenzen, wo wir, das was Sie verlangen, Relation Staat und Religion sehr wohl geschrieben haben. Ihre Parteikollegin Ursula Plasnik hat immer gesagt, Grazer Erklärung ist eine Lieblingslektüre von mir. Lesen Sie sie bitte als neuer Politiker bei Herrn Kurz. Sie werfen FPÖ und ÖVP vor, den Hass oder, ÖVP oder früher die Stimmung, nicht. Hass ist das falsche Wort, ÖVP früher nicht. Leider Gottes, Sebastian Kurz spielt im Moment auf die Achse von den Freiheitlichen und das bedauere ich sehr und lehne ich zutiefst ab und bin ich sehr enttäuscht von Sebastian Kurz. Okay, dann lassen wir den Herrn Dölmitz zu Wort kommen. Bitte. Die Beispiele, die Sie angeführt haben, ist genau das Sinnbild, dass der politische Islam versucht, den öffentlichen Raum immer mehr zu beeinflussen. Musliminnen im Schwimmbad ist politischer Islam. Natürlich. Wo gibt es das? In Wien. Lassen Sie mich mal ausreden. Reden Sie. Bis in die 50er, 60er, 70er Jahre hat es in den muslimischen Ländern diese Erscheinungsformen des Islams nicht gegeben. Weil viele waren zu Hause waren, Waren die Menschen damals nicht religiös? Die waren genauso religiös. Nein. Nur ab den 70er, 80er Jahren hat in den muslimischen Ländern der Einfluss des politischen Islams Oberhand genommen. Und dieser Einfluss beschränkt sich nicht nur auf die islamischen Länder, sondern mittlerweile auch hier in Europa über die Netzwerke der Moslembruderschaft, über die Netzwerke der AKP. Ich frage Sie, und das keine Frage, antworten in Wien, Sie. Wo Kindergärten von Angehörigen der Moslembruderschaft geführt werden. Wir vertrauen unsere Kindern diesen Leuten an und dann wundern wir uns, stimmt dass Sie? Die Diskussionen Sie waren nie in einem muslimischen Kindergarten. Ja, Gott sei Sie Dank. Reden, nein, das ist eine Blamage für Sie als Politiker, als muslimischer Politiker. Mir ist es der, egal, der versteht, worum es sich handelt, muss er hingehen. Wir sind Bürger Österreichs. Ob Sie einen Glauben haben oder nicht, das ist Ihre Privatsache. Ja. In Österreich leben wir Trennung von Staat und Religion. Sie wollten auch Religionsunterricht sogar mir abschaffen. Mir ist es egal, welche Religion Sie haben oder von wo Sie herkommen. Ist Ihnen das, nicht egal, weil Sie greifen nur Muslime. Diesen Staat macht aus, dass wir die gleichen Rechte und Pflichten haben und eine gemeinsame getragene Wertebasis. Einverstanden, aber Sie sind nicht einverstanden. Bei Ihnen nicht. Nein, mit sowas Sie bezeichnen sind Sie die Imame als Kamelltreiber. Sie möchten die Frauen in der Öffentlichkeit unsichtbar machen, drehen Sie sich nur um. Sie möchten, dass die Frauen Sonderrechte bekommen, damit sie schwimmen gehen können. Sie möchten Sonderrechte. Genau das ist falsch. Sie ja, lassen das ist falsch. Genau. Bitte. Genau. Das ist bitte falsch, genau. Weil in dem Moment, wenn Teilhabe durch zum Beispiel Schwimmunterricht, durch Religionsunterricht, die der Herr Dönmez abschaffen will, durch Imame, die aufgeklärt sind, der Herr Dönmez sie als Kamelltreiber bezeichnet, ist ein großes Problem. Daher wenn bitte appelliere ich die an die ÖVP. Ablehnt, wenn ein Viertel der Befragten... Schon wieder das Gleiche. Nein, das ist eine das Studie. Die gleiche Studie war für Mehrheit Österreicher nach drei Wochen und ich waren die gleichen Ergebnisse. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Herr Dr. Muhannad Korchide hat das in Österreich... Das kenne ich auch als Freund, ja, bevor Sie ihn kennen. Ja, ja. Was war die Konsequenz? Er hat seine Lehrberechtigung überhaupt nicht. Das ist auch eine Lüge. Es ist eine Lüge. Ich glaube, da kommen wir jetzt ein bisschen zu sehr in Detaildiskussion. Das werden die Zuschauer nämlich nicht verstehen. Bitte. Statt dass Sie den Islam vorwärts entwickeln, nutzen Sie die Freiheiten in Österreich, in Europa die Uhren zurückzudrehen. Das kritisiert. Meine Herren, ich muss da jetzt kurz eingreifen. Der Herr Scherer wollte was sagen. Wenn Sie lügen, was soll ich machen? Ich wollte nur was. Und das ist ja genau das, was ich vorher angesprochen habe. Also ich glaube, wenn wir die Diskussion so führen, in der Lautstärke und der Emotionalität, wenn wir nicht weiterkommen. Ich glaube, dass wir uns ganz klar sein müssen, und das sind sich, glaube ich, an und für sich alle hier am Tisch klar, dass es wesentliche Regeln gibt, an die sich alle in Österreich lebende Menschen zu halten haben. Das ist unsere Bundesverfassung, das ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das ist die Demokratie, das sind Menschenrechte und so weiter und so fort. Und mir ist vollkommen egal, wie viele Beispiele hier am Tisch gelegt werden. Jedes einzelne Beispiel ist eins zu viel. Wenn es diese Tendenzen gibt, und es gibt sie, und da ist mir egal, wie groß die Masse ist, dann müssen wir als liberale, aufgeklärte Gesellschaft dagegen ankämpfen. Und ich bin natürlich muss man es auch aussprechen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich sage, ich bin ja auch überzeugt davon, dass die FPÖ insofern teilweise einen guten Punkt trifft, weil sie Probleme anspricht. Die Frage ist, wie man es anspricht. Da habe ich ja eine andere Meinung. Aber ich gebe Ihnen recht, man muss Probleme ansprechen. Nur, ich glaube... Ich will Sie nicht unterbrechen, aber hier hören wir laufend das Narrativ von muslimischer Seite, dass man hier das arme Opfer ist. Und im Endeffekt,
natürlich, dieses Narrativ versucht, wenn alle durcheinander reden, verstehen wir nicht. Lass mal kurz also mich interessiert keine Opferthese, mich interessiert überhaupt nicht, wer. Mir geht es darum, dass Probleme, die da sind, angesprochen werden, dass wir als liberale Gesellschaft die Verantwortung haben, klar aufzuzeigen, wie die Regeln in Österreich sind, dass wir den Leuten, die hierher gekommen sind, auch diese Werte beibringen. Und dazu, und das ist der einzige Fall. Passiert da momentan genug von der Politik? Nein, das bin ich eben nicht. Das ist ja genau mein Punkt, auf den ich hinaus wollte. Was man schon sagen muss, und es ist halt so, dass Sebastian Kurz seit Jahren Integrationsminister ist. Jetzt hat auch er Dinge angesprochen und am Anfang hat man das Gefühl gehabt, dass er versucht, diese Probleme intensiver zu lösen. Fakt ist, wir haben immer noch zu wenig Deutsch- und Wertekurse in Österreich. Sie sind jetzt ausgebaut worden, aber es ist zu wenig da. Es sind Menschen zu uns gekommen, die ein anderes Gesellschaftsbild haben. Und wir müssen mit diesen Menschen auch auf Augenhöhe klar diskutieren, wie bei uns die Regeln sind. Und das dauert. Das ist eine Aufgabe von uns als Gesellschaft, auch als ein Ganzes. Und ich bin nicht bereit... Das neue Integrationsgesetz, ich habe das neue Integrationsgesetz selbstverständlich gelesen, weil wir haben natürlich auch in den wichtigen Teilen... Ja, die Frage ist, ob sie umgesetzt werden. Ich habe auch in den Teilen, die richtig waren, mitgestimmt. Bei den absurden symbolischen Teilen nicht. Integrationsgesetz, Islamgesetz. Reicht das Ihrer Meinung nach, Frau Aslan, weit genug oder muss man hier nachschärfen? Nein, also ich finde, was gerade sozusagen politisch überhaupt debattiert wird, es werden unsere Grundrechte überhaupt in Frage gestellt. Das sollte nicht passieren. Der Populismus wird für die politische Agitation überhaupt genutzt. Also wenn wir so weitermachen, werden wir zu keiner Lösung kommen. Wie gesagt, es liegen sehr viele Probleme, die natürlich zu bewältigen sind. Dazu gehören wirklich ausreichende Deutschkenntnisse. Es gibt jetzt ein konkretes Gesetz. Dazu gehört auch die Notifizierung. Das beschlossen wurde im Parlament. Genau, aber wir finden, das ist noch zu wenig. Also gewisse Sachen müssen einfach viel mehr sind verbesserungsbedürftig. Zum Beispiel, wo muss nachgeschärft werden? Wir sind jetzt sozusagen an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe oder wo wir das Gefühl haben als Demokraten, wo wir da nicht wissen, was will man. Auf der einen Seite wird jeglicher Parteien oder ein paar Parteien wird vorgeworfen, Grünen, und auch anderen Parteien wird vorgeworfen, dass sie sozusagen im Integrationsbereich säumig sind, dass in dem Bereich zu wenig gemacht wurde. Und heute kommen Argumente wie, nein, wir brauchen sie alle nicht zu integrieren. Ich meine, man muss sich mal entscheiden, welche Linie man jetzt endlich will, um da wirklich konkret vorzugehen. Was die ganze Berufsanerkennungsgesetz betrifft, also wir brauchen auch eine Novellierung des Berufsanerkennungsgesetzes. Es gibt Menschen, die eben aus gewissen Ländern kommen, aus Syrien kommen, Medizin studiert haben oder ein anderes Studium haben. Also es ist noch keine Analyse von der AMS erhoben worden. Tagtäglich sehen in den Medien, was da für großartig ausgebildete Menschen zu uns kommen. Das sehen wir tagtäglich. Vor allem schauen Sie mal die Gerichtsseiten auf, dann sehen Sie es nämlich auch. Ich nehme Sie mit zu diesen Leuten, die Sie noch einmal leugnen, dass die existieren. Ingenieure, Ärzte. Ja, natürlich existieren die, aber das ist die Minderheit. Die Mehrheit muss man mal alphabetisieren, selbstverständlich. Die muss man alphabetisieren. Dann müssen Sie Verantwortung übernehmen. Lassen wir uns die Frau Aslan kurz ausreden. Dann müssen Sie mit uns gemeinsam die Verantwortung übernehmen und diesbezüglich auch gute Konzepte zu entwickeln. Weil nur mit den Fingern auf anderen zu zeigen, nur da wirklich Populismus zu betreiben, nur Ängste zu schüren und gesellschaftlich die Menschen aufeinander aufzuhetzen, damit kommen wir nicht weiter. Okay. Zu meinem Bagashati. Stichwort, werden die Menschen aufeinander aufgehetzt? Haben Sie auch diesen Eindruck? Selbstverständlich. Und Stichwort Islamgesetz. Würde ich wirklich appellieren, das Wort Verschärfung und alles über Sicherheitsbrille zu sehen, was Islam und Muslime betrifft, würde ich wirklich appellieren an alle Politiker, dass die davon absehen. Wir haben ein schlechtes Gesetz verfasst. Es ist eine der schlechtesten Gesetze, die auch laut Bundeskanzler Kern nicht praktikabel. Warum? Weil zwei ganz schnell. Ja. Weil es bei vielen Fällen oder einigen Fällen eine Benachteiligung der Behandlung der Muslime als Gruppe, eine Benachteiligung gegenüber anderen Gruppen, Stichwort Auslandsfinanzierung. Und der zweite Grund ist genau das, was Herr... Sie finden das Verbot der Auslandsfinanzierung ist eine Benachteiligung. Diskriminierend, finde ich. Und der zweite Grund ist genau das, was Herr Dönmez und Herr Kurz wollten, dass hier die nationalistischen Verbände mehr Macht bekommen in der islamischen Glaubensgemeinschaft, bis hin, dass die teilweise auch
viel stärker sind als früher, ist durch das Islamgesetz und durch die Zerschlagung unseres Verfassung der islamischen Glaubensgemeinschaft der früheren ermöglicht worden. Das heißt, ich werfe offiziell dem Islamgesetz vor, dass dieses Gesetz ermöglicht hat, mehr Nationalismus, nicht österreichischer Islam und nicht europäischer Islam, sondern zurück zum Nationalismus und zurück zu nationalistischer Machthabe. Und das ist das Ergebnis Ihres Ministers Sebastian Kurz. Ich bin bereit, sage ich auch offen und live, jederzeit mit Ihnen, mit Herrn Kurz, mit Ihnen, wirklich alle Punkte durchzugehen. Und bin ich der Letzte, damit ich festhalte, der sagt, wir brauchen weder Bildungsdebatte, wobei, noch Gleichberechtigungsdebatte. War ja teilweise eingebunden. Ich rede jetzt als in Vertretung der Mainstream-Muslime Österreichs. Und als Initiative heute bin ich nicht in Vertretung der islamischen Glaubensgemeinschaft, aber auch da wurde die islamische Glaubensgemeinschaft gedrängt zu akzeptieren. Das ist ein anderes Thema. Und ich bin ein interner Kritiker in diesem Punkt gewesen und noch immer in der islamischen Glaubensgemeinschaft. Ich bin der Letzte aber, damit ich das klarstelle, ich bin der Letzte, der sagt, wir haben keinen Handlungsbedarf. Ja, Problem unter den Tisch kehren. Im Bildungsbereich, im Gleichberechtigungsbereich haben wir sehr viel nachzuholen. Wir als Imame haben viel Gäste zu erledigen. Ich wollte nicht den Eindruck, das muss man auch sagen. Ich bin das hier einmal persönlich angesprochen worden. Erst einmal von Ihnen. Ich weiß, dass Sie einen Namen haben. Selbstverständlich kennen Sie selbstverständlich natürlich. Es ist sehr nett, dass Sie mich über Respekt aufklären. Danke, aber ich habe eine Kinderstimme, ich weiß, wie das funktioniert. Ja. Dass Sie hier mehrmals schon das Wort Populismus in den Raum geworfen haben, ich möchte Ihnen einmal mitteilen, es gibt keine wissenschaftliche Definition des Wortes Populismus. Das ist ein Totschlagargument. Steht Ihnen natürlich frei, das zu verwenden, aber ganz ehrlich, also mit solchen einfachen Tricks werden Sie sicherlich nicht erreichen, dass Sie hier einen konstruktiven Beitrag leisten. Nämlich, wenn wir heute davon sprechen, und das ist ja nicht nur die Diktion der FPÖ, sondern das kommt ja aus dem Innenministerium und dem muss ich ja wohl Glauben schenken können, dass 75% der Menschen, die hierher kommen, aus Afghanistan zum Beispiel, teilweise auch aus dem Irak, nicht einmal alphabetisiert sind, dass Sie dann sagen, naja, dann bringen Sie doch Vorschläge. Schauen Sie, einen Menschen, der heute erwachsen ist, zu alphabetisieren, dem dann eine Ausbildung zu ermöglichen und den dann hier in den Arbeitsprozess einzugliedern, das ist ja ein Ding der Möglichkeit, vor allem in dieser Masse, das können Sie mit 3, mit 5, mit 10, mit 100 Menschen machen, aber doch nicht mit Hunderttausenden, die mittlerweile nach Europa, nach Österreich gekommen sind. Das wird so nicht funktionieren. Zweiter Punkt. Natürlich braucht man viele dieser Leute nicht integrieren. Das ist ja völlig unnötig, weil wir müssen endlich einmal unterscheiden zwischen Asyl und Einwanderung. Sie verwechseln laufend Asyl mit Einwanderung. Jemand, der hier nach Europa kommt und hier um Asyl ansucht, der hat selbstverständlich wieder in seine Heimat zurückzukehren, wenn in der Heimat der Asylgrund weggefallen ist. Das ist bitte normale Rechtsprechung. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man Leute aufhetzt. Und warum sollte ich den dann hier versuchen, mit allen möglichen Mitteln zu integrieren und dann im Nachhinein sagen zu können, naja, jetzt ist er doch integriert, jetzt können wir ihn doch nicht mehr heimschicken. Darum geht es nämlich. Sie verwechseln laufend die Mission. Das ist das Erste. Asylwerber müssen, ich bin nicht der Meinung, sondern das ist der Gesetzestext. Das ist der Gesetzestext. Wenn der Asylgrund weggefallen ist, haben diese Leute wieder ihre Heimat zurückzuholen. Das ist ganz normal, das kann jeder nachlesbar. Kann man derzeit nicht. Schauen Sie, der Krieg in Syrien ist de facto vorbei. In den nächsten 3-4 Jahren, mittelfristig, werden Sie sehen, gibt es dort keine Kriegshandlungen mehr. Und es ist ja auch bezeichnend, dass dort die Mittelschicht nach wie vor im Land verblieben ist. Das ist ja auch interessant. Wenn da alle flüchten müssten, hätten wir eine viel größere Fluchtbewegung. Das Zweite, weil Sie es angesprochen haben, das Islamgesetz. Na, selbstverständlich brauchen wir hier Verschärfungen. Das ist ja eine Illusion zu glauben, dass das alles gut gelaufen ist. Und ich sage Ihnen, schon bei der Entstehung des Gesetzes ist ein großer Fehler passiert, weil man hat mit der islamischen Glaubensgemeinschaft alleine im Alleinvertretungsmerkmal verhandelt. Und das ist falsch, weil die islamische Glaubensgemeinschaft keineswegs die Muslime in Österreich repräsentiert. Da sind die Schiiten nicht dabei, da sind die Aleviten nicht dabei. Und all die müssten selbstverständlich auch mit in die Debatte mit einbezogen werden. Wir müssen ganz kurz in die Werbung gehen, sind gleich wieder da, dann diskutieren wir gleich weiter. Jetzt auf OE24TV. Islam im Wahlkampf. Wie gefährlich ist der politische Islam? Was kann die Politik dagegen tun? Und wie können Muslime besser integriert werden? Über das und mehr sprechen jetzt im Studio Berivan Aslan, Efgani Demmetz, Niki Scherak,
Reporter Rafa Bagajaki und Hans-Jörg Jennewein. Durch die Sendung führt OE24-Chefredakteur Niki Fellner. Ja, willkommen zurück auf OE24TV. Wir sprechen heute zum Thema Islam im Wahlkampf. Es ist genau zu diesem Thema schon relativ hitzig zugegangen im ersten Teil dieser Diskussionsrunde. Ein Punkt, den der Herr Bagajati vorher angesprochen hat, war, dass das Verbot der Auslandsfinanzierung diskriminierend sei für Muslime in Österreich. Jetzt weiß ich, Herr Dönmez, Sie sind ein Kämpfer für dieses Verbot der Auslandsfinanzierung. Das ist ein Thema, das Sie seit Jahren sozusagen verfolgen. Können Sie seinen Argumenten da irgendetwas abgewinnen oder nicht? Er hat recht, Herr Bagajati hat recht, weil diese Möglichkeit wird den anderen anerkannten Glaubensgemeinschaft eingeräumt, den islamischen nicht. In diesem Punkt habe ich immer gesagt, das stimmt, diese Argumentationslinie ist vollkommen richtig. Nur, dass im Kontext des Organisierten über die IGGÖ hier in Österreich diese Einflussnahme vom Ausland ist unübersehbar. Das ist das Problem. Und wenn hier die IGGÖ es nicht schafft, transparent zu schaffen, haben wir genau diese Diskussionen. Und wir haben alleine über 65 Atib-Moscheen. Wir haben zahlreiche Moscheen der Miligörisch, der Moslembruderschaft und anderer ethnischer Gruppierungen. Und egal wer der Präsident war, sie haben es alle miteinander nicht geschafft, den Menschen in Europa und in Österreich zu erklären, wofür der Islam steht, was er ist, wie sie sich finanziert. Kommen Sie mal jetzt nicht mit den Spenden und so weiter, weil da, das passt hinten und vorne zusammen. Aber in diesem Punkt hat er vollkommen recht. Und das, was ich kritisiere oder thematisiere, ist, diese Diskussionen führen wir aufgrund dessen, weil wir keine saubere Trennung von Staat und Religion haben. Wenn wir hier eine saubere Trennung hätten, würden sich drei Viertel der Diskussionen gar nicht ergeben. Also insofern gebe ich Ihnen diesen Punkt, obwohl ich in vielen anderen Bereichen vielleicht nicht diese Meinung vertrete, schon recht. Weil es geht, mir geht es um die Wahrheit. Ja, genau. Einsatz, ja? Es geht hier, welche Finanzierung? Und wenn eine Finanzierung, die nachher benachteiligt wirkt für die gesamte Gesellschaft, dann kann angeschaut werden. Das heißt, immer, wo wir dagegen, und Gott sei Dank habe ich jetzt den Afghani auf meiner Seite, ich hoffe, alle anderen da auch, dass hier eine Benachteiligung per Gesetz einer Religion ist diskriminierend, nicht in Ordnung. Also Sie meinen, wenn Islamgesetz einmal überarbeitet werden soll, dann bitte ich anständiger, tiefer, mit Konsultation von Experten und nicht von zwei Leuten in Kultusamt. Eines sage ich auch in aller Klarheit, einen Satz. Bitte. Und zu dieser positiven Diskriminierung stehe ich auf Punkt und Beistrich. Ich möchte nicht, dass vom Ausland aus finanziert, zum Beispiel von Katar oder andere arabische Länder, Moscheen finanziert, Bücher bereitgestellt werden, die Imame bezahlt werden, weil welche Ideologie hier Einzug hält, das ist das Problem. Und eines und wissen wir alle, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das salafistisch-wahhabitische Strömung eine Kampfanzeige ist an unsere offene Gesellschaft. Ich würde gerne zum nächsten Punkt weiterkommen, und zwar eine Studie, die wir vorher schon angesprochen haben, und zwar die George Washington Universität hat in einer heute auch in den Medien publik gewordenen Studie vor Aktivitäten der islamistischen Muslimbruderschaft in Österreich gewarnt. Und da heißt es wörtlich, der Extremismusforscher Lorenzo Vidino sagt, es gibt beträchtliche Verbindungen und Einfluss der Muslimbruderschaft in Österreich. Jetzt weiß ich, Sie beschäftigen sich sehr mit dem Thema. Wie viel Einfluss hat die Muslimbruderschaft denn wirklich in Österreich? Schauen Sie, das Problem, was wir haben in der gesamten politischen Diskussion und auch unsere Institutionen, sie sind fokussiert auf den gewaltbereiten Salafismus, Dschihadismus. Das sind die Rückkehrer, die wir in Österreich haben, im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl ist doch relativ hoch. Das ist das, womit wir uns beschäftigen. Das, was wir absolut vernachlässigt haben, ist der legalistisch agierende Islamismus. Das heißt, die Strukturen und die Netzwerke, die hier über die Jahre und Jahrzehnte aufgebaut worden sind, ohne dass die Politik was mitkriegt, ohne dass die Behörden etwas davon mitbekommen haben, das ist eigentlich für mich das Alarmierende. Und es ist wichtig und begrüßenswert, dass hier nun endlich in einer wissenschaftlich fundierten Studie, dass einmal angeschnitten wird. Es ist eh noch nicht alles drinnen, was drinnen sein sollte. Und das müssen wir thematisieren, diese
Einflussnahme vom Ausland auf unsere Gesellschaft, auf die über 700.000 Muslime in Österreich, das ist problematisch, das müssen wir zurückdrängen. Ob die Moslembruderschaft ist oder der Erdogan über seine diversen Ableger, das möchten wir nicht und ich glaube, das haben wir uns alle hoffentlich einig. Jetzt steht ebenfalls in dieser Studie drinnen die IRPA, das ist IRPA, genau, ist zuständig für die Ausbildung von islamischen Religionslehrern, gehört zur islamischen Glaubensgemeinschaft, soll aufgrund verschiedenster Verbindungen zur Muslimbruderschaft zweifellos und wörtlich jetzt wieder unter deren Einfluss stehen. Frau Aslan, wenn man das liest, das ist ja eigentlich, da müssen ja alle Alarmglocken schrillen. Ja, also da stimme ich dem Kollegen Dönmez zu, weil wir haben ja auch bei den letzten IS-Anschlägen ja immer wieder gesehen, dass sozusagen diese Täter ja nicht sozusagen als Flüchtlinge hergekommen sind, sondern das waren einfach Täter außer in Berlin. In Paris und, auch. Und er ist als Flüchtling hergekommen und hat sich aber in Deutschland radikalisiert. Ja, in Paris insofern, sind wir die Balkanroute insofern, gekommen, nicht? Insofern liegt das Problem eher bei uns, wie wir sozusagen die ganze Integrationsarbeit sozusagen vorantreiben. Und dazu braucht es einfach Männerarbeit, es braucht Burschenarbeit. Es muss da mehr in Sozialarbeit sozusagen investiert werden, damit eben diese Radikalisierungsformen sozusagen nicht zustande kommen. Wir bemerken auch immer wieder, dass Muslime, die in Österreich geboren und aufgewachsen werden, aufwachsen, immer mehr natürlich sich radikalisieren oder extremistische Strömungen sozusagen sich anschauen. Und genau da muss man einsetzen. Also bei Sozialarbeit und Männerarbeit, Burschenarbeit muss man ansetzen. Man muss auch dazu sagen, natürlich ist es sinnvoll, wenn der staatliche Einfluss in dieser Lehre auch hat. Also wie zum Beispiel die Stadt Wien könnte derartige Bildungseinrichtungen auch kontrollieren. Wie zum Beispiel müssen gewisse religiöse Strömungen auch in Kindergarten sozusagen auch immer wieder kontrolliert werden. Und dabei muss man keine spezifische Religion herausfischen und sich denken, naja, alles, was halt die Einflussnahme von Islam jetzt mit sich bringt, sollte unter Kontrolle gestellt werden, sondern das ist meine persönliche Meinung. Ich finde einfach, dass generell prinzipiell sozusagen religiöse Einflussnahmen im Kindergartenalter nichts zu tun haben. Also da muss einfach drauf geschaut werden, was pädagogisch für den Schutz des Kindes sozusagen besser ist. Dem kann man entgegensteuern. Das liegt in unserer Hand. Da müssen aber alle Parteien sozusagen da mitagieren, ohne hier auf Kosten der Grundrechte, auf Kosten der Menschenrechte hier Politik zu betreiben, sondern da muss man einfach sachlich orientierte Lösungen anbieten. Es ist machbar. Kanada ist ein Vorzeigeland. Skandinavien war es bis jetzt auch. Im Moment haben sie auch sozusagen ihre Turbulenzen. Die ganzen Konzepte liegen bereit. Man muss es nur wollen, damit wir es gemeinsam sozusagen schaffen können. Herr Bagashati, wie groß ist denn jetzt die Einflussnahme der Muslimbruderschaft beispielsweise auf die islamische Glaubensgemeinschaft? Sie haben sich die Studie ja auch angeschaut. Genau, ich habe es aber kurz überflogen, bevor ich komme. Und leider, sollte österreichische Steuerzahler da Geld bezahlt haben dafür, dann verlange ich wirklich eine Untersuchung, wie viel dafür da bezahlt wurde. Weil was drinnen steht, schafft ein Bachelorstudent binnen 2 Tage. Es ist eine Sammlung von allem, was in den österreichischen Medien und online zu findenden Informationen in den letzten Jahren und viele Fehler drinnen. Einer der Hauptfehler zum Beispiel, dass der Präsident, unser früherer Präsident Anas Chakfe, als Muslimbruder drinnen bezeichnet wird. Warum? Weil angeblich, oder denke ich, in seiner Familie ist ein Riyad Chakfe, der in der Tat führender Funktionär in der Muslimbruder war. Und irgendwie wird Anas Chakfe auch gestempelt, obwohl er innermuslimisch durchgehend bekannt seit seit ein halbes Jahrhundert, dass er nicht Muslimbruder ist. Okay. Es wird der Imam. Machen wir es ganz konkret. Man weiß, was ein Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaft an Einkünften hat. Ja? Ich weiß es nicht, weil es gibt gerade eine jetzt Chakfe, hat er es gibt eine Anas Chakfe hat nichts bekommen. Es gibt eine Anas Chakfe Stiftung. Ja, jetzt erklären Sie mir mal bitte nachvollziehbar, wie eine Stiftung mit einem Gehalt von einem IGGÖ-Präsidenten damaligen finanziert werden kann. Ist ehrlich gesagt, Stiftungsgesetz sollen Sie dort suchen, bitte. Sie sind der Politiker. Woher sollte ich? Ich bin weder der Stiftungsgründer. Genau das ist es. Nein, aber ich antworte die Frage, die Einfluss. Aber, ich appelliere an diese Leute. Konkret vorher damit?
Schauen Sie. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Antwort. Okay. Ich habe nicht begonnen. Nur ganz kurz. Ja, bitte. Ich appelliere an alle, die Studien machen und die diskutieren und an unsere lieben Politiker. Bitte geht ihr, habt ihr ein Problem mit der IRPA, dann seid ihr herzlich willkommen. Geht ihr dort, redet ihr mit den Lehrern, schaut ihr die Bücher, schaut ihr die, alles, was gesprochen wird. Geht ihr in den Kindergärten, schaut ihr da. Und dort, wo Missstände aufgefunden werden, sind wir, also ich als Person, als erster Gesprächspartner in positiven Änderungsprozedere. Aber nur zu holen, ein Professor aus Amerika, der für mich als Innenministerium herum Unterlagen sucht und nachher weiß ich nicht, ob bezahlterweise oder nicht, ist für mich ein Problem. Er hat mit niemandem gesprochen, er hat die IRPA nicht besucht, er hat anscheinend auch nicht gesehen, was unterrichtet wird. Auf die IRPA im Prinzip, trotz einiger Kritiken, die ich auch teile. Und alle wissen innermuslimisch, dass ich Kritiker bin in vielen Dingen. Aber für IRPA sind wir stolz auf Muslime, als Muslime. Und Österreich soll stolz darauf sein, was will das einzige Land Europas, die muslimische Lehrer in Sprache des Landes und Lehrerinnen, und sie sind inzwischen viel mehr Lehrerinnen als Lehrer, auch ausbildet. Und hier eine Sache, die wir als Österreicher, ihr früheren Chef, der Wolfgang Schüssel, hat immer gesagt, Islam in Österreich ist ein Exportartikel. Ich gehe dort stolz erzählen, wie bei uns in Österreich okay. läuft. So, jetzt lassen wir ganz kurz und IRPA ja, ist ein schönes nehmen. Projekt. Okay. So. Wenn Kritiken gibt, herzlich willkommen. So. Herr Baggerte, Sie haben das mit der Jacques-Fee-Stiftung zur Sprache gebracht. Die vorhergehende, wenn man sich die Grundbuchauszüge anschaut und die Meldeadressen. Die Anas-Jacques-Fee-Stiftung, zufälligerweise die gleiche Meldeadresse wie die muslimische Jugend, das wie die IRPA. Sie? Nein, habe ich, brauche ich nicht. Das ist belegbar. Wenn es gleiche Meldeadresse. Zeigen Sie das an. Ich versuche Ihnen zu erklären, ja. die Zusammenhänge. Ja. Muslimische Jugend, Anas-Jacques-Fee-Stiftung, IRPA. Aber gemeinsam. Stiftung hat mit IRPA nichts zu tun. Ich bin noch nicht fertig. Die Stiftung hat mit IRPA nichts zu tun. Wer ist die Direktorin der IRPA? Wer ist die Direktorin von der IRPA? Ja. Früher war die Amina Shaker, jetzt in einer anderen. Amina Shaker? Eine Frau? Wo war sie? Die war in München. Ja. Ja, die hat dort ein islamisches Gymnasium ja. geführt, das vom deutschen Verfassungsschutz geschlossen worden ist wegen verfassungsfeindlicher Umträge. Bitte. Die ist dann die Direktorin der IRPA geworden und sie ist zufälligerweise die Schwester der europäischen Nummer 1 der Moslembruderschaft. Wieder die Schwester. Der Moslembruderschaft. Also weil sie Schwester ist, hier gibt es soll familiäre sie nicht Bände. Mehr, soll sie in Österreich diskriminiert werden. Nein, ist keine Diskriminierung. Das sind Fakten. Herr Jenewitz, Ihr Parteichef hat eine Aktion. Herr Jenemey, Ihr Parteichef hat eine Aktion scharf gefordert gegen die Muslimbruderschaft in Österreich. Wie soll das konkret aussehen? Was soll da passieren? Naja, ganz einfach dahingehend, in der Bundesrepublik ist man da schon wahrscheinlich einen Schritt weiter. Wir fordern ein Verbot der Muslimbruderschaft in Österreich, das ist ganz klar. Die Muslimbruderschaft, so wie sie heute auftritt, ist verfassungsfeindlich. Ist verfassungsfeindlich. Ich bin noch nicht fertig. Wir wüssten was verbieten, was offiziell nicht existiert. Das ist an sich nicht so schwierig, weil diese Studie, die da heute zitiert wurde, ja. das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit geht, ins Jahr 2014 zum Beispiel, da hat der Lorenzo Vidino, der übrigens nicht, wie Sie fälschlicherweise gesagt haben, ein amerikanischer Professor ist, sondern ein italienischer Professor. Institut, bereits schon im Jahr 2014 relativ klar, ist nachzulesen in einem Interview mit der Tageszeitung Der Kurier, in einem Interview dargelegt, wie die Verbindungen der Muslimbruderschaft in die muslimische Jugend hineinwirken. Schon damals hätte man reagieren können. Und das ist natürlich schon auch ein Kritikpunkt am Integrationsminister und am Chef der ÖVP, denn er seit 2013 für diese Dinge verantwortlich ist. Wir tun jetzt alles so, als wäre das alles vom Himmel gefallen, als wäre das jetzt ganz plötzlich aufgekommen. Das wissen wir seit vielen, vielen Jahren. Jetzt im Wahlkampf kommt auch der Sebastian Kurz drauf und ich habe ganz einfach schon so meine Zweifel, ob nicht mit dem 16. Oktober über das Ganze wieder ein Deckmantel darüber gelegt wird. Und warum ich der Meinung bin, warum man das verbieten sollte, erstens, weil es real noch nicht getan ist. Das ist auch einmal ein Symbol und ein Zeichen dafür, was möchte der Staat, was möchte die Gesellschaft. Wir verwahren uns dagegen. Das wäre ein gutes Symbol, auch ein gutes Symbol für ganz Europa. Das ist das Erste. Und zweitens, selbstverständlich, um noch einmal ganz kurz darauf zurückzukommen, dann schauen wir uns doch diese Personen an und öffnen die Konten von diesen Personen, die in der Studie auch namentlich teilweise benannt werden. Und dann werden wir die Finanzierungen schon sehen aus dem Ausland. Und dann sage ich Ihnen, in dem Fall müssen eben die Konten eingefriert werden.
Ganz einfach, weil wir nicht wollen, dass aus dem Ausland hier Politik mit ausländischem Geld in Österreich gemacht wird. Sie brauchen nur einen Blick nach Sarajevo zu blicken. Schauen Sie nach Sarajevo. Ich war dreimal dort, kurz nach dem Krieg und das letzte Mal letztes Jahr. Die Stadt schaut nach wie vor aus wie kurz nach dem Krieg. Das Einzige, was groß geworden ist dort, das sind die Moscheen. Und das Einzige, was man dort sieht, das sind die vermummten und verschleierten Frauen. Na, selbstverständlich, weil die werden nämlich bezahlt dafür. Die Männer bekommen bezahlt dafür, dass ihre Frauen verschleiert gehen. Das sind Auswüchse auch der Muslimbruderschaft. Aber Sie haben das ja die Möglichkeit gehabt in der schwarz-blauen Regierung. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit gehabt, weil ich war nie in Regierungsverantwortung. Sie sitzen hier als Vertreter einer Partei und in der schwarz-blauen Regierung war nichts da. Da war dieses Problem noch nicht evident. Das Problem ist doch erst die letzten Jahre hochgekommen. Selbstverständlich. So viel Ahnung hat die Ja, na, was haben Sie dazu vor? Gemacht? Was haben Sie gemacht? Von Ihnen hört man doch die letzten Jahre überhaupt nichts. Genau. Na, was haben Sie gemacht? Ich meine, die Art und Weise, wie Sie sozusagen heutzutage Politik betreiben, ist das, dass Sie einfach so tun, als gäbe es den IS gestern und die Flüchtlinge stehen heute vor Ihnen. Das ist ein hitziges Thema, wie wir merken. Wir müssen nämlich jetzt schon bald zum Abschluss kommen. Ja. Ich würde gerne noch auf sozusagen das Thema überleiten. Ein Satz zu Sarajevo ist auch falsch. Bitte sagen Sie noch einen Satz zu Sarajevo. Ein eckiger Satz. Also ich bin in Sarajevo 1997, habe ich betreut die Wiederaufbau Nationalbibliothek Sarajevo. Und was Sie sagen, stimmt nicht und ist eine Schande für Österreich. Österreich hat viele tolle Projekte unterstützt für Flüchtlinge, die zurückgekehrt sind. Ich habe sie selber betreut und besucht im Gegensatz zu Ihnen. Und zu sagen, in Bosnien gibt viel Korruption, gibt viel nachzuholen, aber zu sagen, Österreich hat für Bosnien nichts gemacht und in Bosnien ist nichts weitergegangen, gerade in Sarajevo, ist falsch und nicht richtig. Ich möchte nicht zu lange über Sarajevo sprechen, kommen zurück nach Österreich. Ist das Klima gegenüber Muslimen in diesem Wahlkampf Ihrer Meinung nach, ich meine, Sie vertreten ja die muslimischen Österreicher, schlechter geworden in diesem Wahlkampf? Leider Muslime, ist es dieser Kampf gegen politischen Islam, ist eine Art Code geworden. Muslimische Frauen. Sie trägt der Wahlkampf dazu bei, dass es hier eine aufgeheizte Stimmung gegen Muslime gibt. Fühlen Sie sich zum Beispiel unwohl? Ich fühle mich persönlich sehr wohl in Österreich. Ich sehe aber und werden bei mir Diskriminierungsfälle, die immer steigend berichtet werden, insbesondere von Frauen und von sichtbaren Musliminnen und Muslimen. Und leider dieser populistische Weg und diese Überwälzung alles auf Islam und Muslime, wie zum Beispiel die Flüchtlingsproblematik, wären jetzt die Leute nicht aus Afghanistan und Tschetschenien, sondern wären sie aus Philippinen oder aus Südamerika oder aus christlichen Afrika, da hätten wir genau das gleiche Problem. Daher appelliere ich bitte, zu trennen zwischen den Faktoren Religion, Integration, Migration, Sicherheitspolitik und Weltpolitik. Und dann sind wir gemeinsam, wir als Muslime Österreichs sind ein Teil der Lösung. Wir wollen von unseren Politikern, dass sie uns ernst nehmen und wir wollen für einen sozialen Zusammenhalt und hier denke ich, dass wir eine neue Definition brauchen von Integration. Wir brauchen einen sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Also Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen ein bisschen? Im Moment sehr wohl und appelliere ich an eine schnelle Änderung, auch an dieser Runde. Frau Aslan, können Sie das nachvollziehen? Also da muss ich einhacken, weil ich der Meinung bin, der Grund, warum es sozusagen heutzutage sehr viele Angriffe natürlich auch auf Frauen mit Kopftuch gibt, ist der, dass natürlich, wie wir es angesprochen haben, der politische Islam einfach komplett instrumentalisiert wurde. Genau, also bitte, so hat man Antisemitismus gesagt in den 30er Jahren. Darf ich ausreden? Bitte. Sie haben jahrelang zugeschaut, wie die AKP-Lobbyorganisationen Menschen in gut oder schlecht, mit der türkischen Brille, in gut oder schlecht sozusagen aufteilt. Der Grund, warum es zu diesen islamophoben oder rassistischen Angriffen gekommen ist, ist meines Erachtens der, dass eben die ganzen AKP-Lobby-Netzwerke sich komplett ausgebreitet haben in Österreich und die FPÖ hat auch dazu ihren Beitrag gehabt. Also warum wir heute sozusagen diese Situation haben, da muss ich ganz offen sagen, weil mit der AKP gibt es gar keine Unterscheidung zwischen ihnen. Also ideologisch ticken sie
fast ähnlich, das können Sie ruhig nochmal aus, aber lassen Sie das Islam nicht interessant, dass Sie von den Opfern, die von den armen Sie, muslimischen diese, Opfern sprechen. Sprechen wir von den armen christlichen diese, Opfern in Europa, die seit Jahren durch Terroranschläge von muslimischen Extremisten hier verurteilt werden. Von denen redet nämlich keiner. Sie reden hier von einer angeblichen Diskriminierung. Diese Gesinnung die sehe ich nicht. Ich sehe allerdings, dass wir heute in ganz Europa Terroranschläge haben. Das sehe ich schon. Das ist wirklich unfair, Berivan. Wenn der Herr Bagashati sagt, viele Muslime fühlen sich in Österreich nicht mehr wohl, ich trage die FPÖ da nicht zu einer gewissen Stimmung noch bei. Na, das sieht doch nicht so. Das Einzige, was ich allerdings schon nachvollziehen kann, ist, ich kann nachvollziehen, dass sich Muslime in Österreich nicht wohlfühlen, weil nämlich die offiziellen Vertreter der Muslime, zumindest diejenigen, die sich als offizielle Vertreter der Muslime bezeichnen, bis zum heutigen Tag keine klaren Worte zu den muslimischen Terrorakten in Europa gefunden haben. Man hört zwar immer wieder nach Aufforderung so hochherzige Distanzierungen, aber im Endeffekt, sobald sie eine dieser Vorkommnisse haben, und die haben wir ja im Wochenintervall nahezu, hört man als erste Reaktion, hat nichts mit dem Islam zu tun. Stimmt und ich stelle nicht. Mir die Frage, und das stelle ich mir vor allem vor dem Hintergrund, dass wir heute in diesem Fernsehsender die gefühlte 200. Diskussion zu diesem Thema haben, da stelle ich mir dann schon die Frage, wenn es denn keine Probleme damit gäbe, warum muss man denn dann darüber überhaupt diskutieren? Na, selbstverständlich gibt es Probleme. Das Problem ist nur, auf der einen Seite werden die Probleme kleingeredet und die anderen, die es thematisieren, die werden dann als populistische Hetzer oder Rechtsextremisten oder sonstiges dargestellt. Nur, wissen Sie, an mir prallt es ab wie auf einer Teflonpfanne. Mir ist das völlig wurscht, Sie können mich auch Klobürste nennen, ist mir völlig egal. Ich weiß, dass dieses Problem evident ist. Herr Dönmez, nach allen Umfragen werden Sie dem nächsten Parlament angehören, vielleicht sogar einen Ministerposten bekommen. Was will denn die Liste Kurz, wenn sie Regierungsverantwortung hat, konkret jetzt tun, hier gegen den politischen Islam in Österreich vorzugehen? Was sind Ihrer Meinung nach die Punkte, die jetzt konkret passieren müssen? Die Muslime haben in Österreich und in Europa viele Möglichkeiten, die sie in ihren Herkunftsländern nicht haben. Das heißt, es liegt in ihrer freien Entscheidung, was sie daraus machen. Und da müssen wir als Gesellschaft Angebote unterbreiten. Und mittlerweile haben wir wirklich sehr viele Angebote. Das heißt, es liegt schon in der Verantwortung, das auch in Anspruch zu nehmen. Punkt 1 ist, das, was wir heute den ganzen Abend jetzt diskutiert haben, die Auslandsfinanzierung, die Einflussnahme über diverse Gruppen, Netzwerke, Lobbyorganisationen zurückzudrängen, damit wir hier unseren muslimischen Mitbürgern signalisieren können, dass sie Teil unserer Gesellschaft sind, dass sie hier auch eine Verantwortung haben und dass die Religion Privatsache ist und nicht im öffentlichen Raum ausgebreitet und zelebriert werden soll. Und dahingehend müssen wir die Diskussionen führen. Mir ist es egal, ob jemand einen Glauben hat oder keinen Glauben hat. Das ist nicht das, warum natürlich absolut Religion, ist es. Religion verbieten in öffentlichen Raum? Habe ich gesagt, verbieten, zuhören. Ich habe gesagt, Privatsache. Nein, nicht gesagt, in den öffentlichen Raum. Das ist nämlich das Falsche. Ich habe gesagt, ich wiederhole und das unterstreiche doppelt und dreifach. Religion ist Privatsache, nicht verboten. Nicht nur, nicht so, nicht wie nur ein Teil will. Des öffentlichen Raums kann und es werden. Ob Sie glauben und oder ist nicht, ist in Österreich auch so. Fragen Sie Ihren ist Chef. Ist dann Ihre Sache. Wir sind jetzt schon am Ende der Sendung angelangt, müssen aufhören. Ich würde Herrn Scherak noch kurz das Schlusswort geben, weil Sie sind am wenigsten, glaube ich, zu Wort gekommen hier. Ja. Was ist denn jetzt die Position der NEOS? Was muss passieren Ihrer Meinung nach? Also ich habe mich auch deswegen zu wenig eingemischt, weil ich die Diskussion sachlich und nicht so führen will, wie sie hier teilweise geführt wurde. Also wir haben ganz wesentliche Herausforderungen. Eins, was der Afghani damals angesprochen hat, dass wir ernsthaft einmal eine Trennung von Kirche und Staat in Österreich brauchen, weil das wird uns sehr viel weiterhelfen in jeglichen Bereichen und dass wir ganz klar mal ausschildern, dass Religion Privatsache ist. Ja, durchs Integrationsgesetz sind Dinge neu gekommen, teilweise auf Drängen der NEOS, zum Beispiel die bundesweite Integrationsvereinbarung war ein Vorschlag von uns, bis es im Integrationsgesetz gekommen ist. Und ich bin jetzt froh, dass das da ist, aber wir brauchen trotzdem mehr den Ausbau. Wir müssen massiv in Wertekurse investieren und wir müssen auch ganz klar sein, die das nicht in Anspruch nehmen, die das Angebot nicht annehmen, dass es da Sanktionen gibt, was Sozialleistungen betrifft. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Und das Zweite, was wir hier sehr viel, glaube ich, in der Diskussion gehört haben, ist, dass wir teilweise wirklich von Behördenversagen reden. Weil wenn diese Tendenzen da sind, und wir sehen es ja immer wieder in Studien, dass hier Tendenzen, Einfluss der Muslimbrüderschaft und so weiter, dass in einzelnen Moscheen
gepredigt wird in einer Art und Weise, wie wir es nicht akzeptieren sollten und nicht akzeptieren dürfen als liberale Gesellschaft, dann sind natürlich die Behörden gefordert, hier auch entsprechend einzuschreiten. Und das ist der BVD, das ist entsprechend das Kultusamt, auch das ist natürlich auch das Integrationsministerium, wo was zu tun ist. Und ich will da gar niemanden persönlich irgendwie verantwortlich machen, aber wir merken, dass es Tendenzen gibt, immer mehr zu einer Radikalisierung. Es ist auch die SPÖ in Wien zum Beispiel, dort hat es ja in einer Art und Weise angefangen, das ist ja nicht alleine, aber die Tatsache, dass wir in Wien gratis Kindergärten versprochen haben, hat dazu geführt, dass erst diese muslimischen Kindergärten alle aus dem Boden geschossen sind und dass keine Kontrolle da war. Und ich bin in keinster Art und Weise bereit, auch nur einen einzigen Cent Steuergeld in Kindergärten zu investieren, wo diese Tendenzen und diese katastrophalen Zustände, wie sie auch hier waren und wie sie ja wirklich öffentlich gemacht haben. Und es ist mir ganz egal, wie viele das sind. Kein einziger Cent gehört dort hinein. Aber das ist Behördenversagen. Ich muss kontrollieren und ich muss sanktionieren, wenn hier nichts passiert. Und da sind alle in der Regierung gefordert. Das ist sowohl sind die SPÖ-Regierungsmitglieder gefordert, auch die ÖVP-Regierungsmitglieder. Hier ist zu wenig passiert. Das müssen wir angehen, weil das, worum es am Schluss ankommt, und ich bin beim Schlusssatz, ist, dass wir ein rechtsstaatliches Prinzip in Österreich haben, dass wir Gesetze haben, an die wir uns alle halten müssen. Ich muss sie entsprechend durchziehen. Und das sind ist die Regierung gefordert, das sind die Behörden gefordert. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir nachhaltig ein Problem haben. Ich glaube nicht, dass wir neue Gesetze brauchen im Wesentlichen. Wir haben gute Gesetze, man muss sie nur durchexerzieren und man muss schauen, dass sie nicht gebrochen werden. Und da muss man entsprechende Sanktionen setzen. So, jetzt sind wir beim Schluss angelangt. Ich bedanke mich für allen fürs Mitdiskutieren, teilweise sehr hitzig, aber es ist ein Thema, wo anscheinend die Emotionen noch immer sehr hochkochen. Wir haben leicht überzogen, ich hoffe, das entschuldigen Sie. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen guten Abend oder eine gute Nacht vielleicht auch schon bei manchen. Bei uns geht es jetzt noch weiter mit den Nachrichten.